Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, ich war in der Zwischenzeit trainieren. Das Glurak auf Level 75, der Rest auf 65, bis auf Spaghetti. Das Tangela habe ich reingetan ins Team, das Nidoking raus. Das war ja ein bisschen die VM-Bitch. Genau, der Rest ist trainiert, muss natürlich jetzt geheilt werden. Ein Moment. Und dann wollen wir uns mal an die Top 4 wagen. So, schön geheilt. Und jetzt gehen wir erstmal schön shoppen. Braucht nämlich ganz viele Beleber und Top-Tränke. Also Beleber, Beleber, Beleber. Wie viele möchte ich denn? Ich habe 160.000. Och, nehmen wir mal 30 mit oder 40. Ja, 34, 35. Ach, mach mal die 60.000 voll. Sogar passend. Gibt zumindest kein Wechselgeld. So, Top-Trank. Wir besitzen 3. Ich hätte mindestens gern 30. So spiele ich das immer. Boah, passt doch. So, noch 3.000. Dann Hyperheiler wäre natürlich was. Aber Top-Genesung eventuell. Nur für den Fall der Fälle. Dann sind wir wieder komplett pleite. Na, für 2 Hyperbälle reicht's noch, aber ja. Nein, du kannst mit nichts mehr dienen, dann würde ich nochmal speichern. Obwohl, lass mal das lieber... Ja doch, mache ich immer. Ja, ja. Ah, ganz schöne Spielzeit bei rumgekommen. So. Wunderbar, das dauert immer so lang. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück! Dankeschön. Die ist freundlich so. Wer ist der Erste? Sieht hier schon mal ominös aus. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Aber nur Eis-Pokémon, da ist doch Feuer gar nicht so schlecht gegen. Hab ich jetzt im Kopf. Ein Yugong. Na gut, Flammenwurf. Testen wir mal die Gewässer, die eisigen. Ob das was bringt, so mittel, hätte ich gesagt. Surfer hingegen macht meinem Glurak Aua. Das mag ich nicht. Dann wechseln wir auf... Noch nicht. Ich mache das erst fertig. Erdbeben. Hoffentlich haut das das aus den Socken. Aus den Flossen. Ja. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Austors natürlich werden jetzt Pokémon wechseln. Wofür haben wir ein Zapdos? Wenn nicht genau für diese Wassereisviecher, wüsste ich auch nicht, warum wir das haben. Ja, das Austor sieht finster aus, dann werden wir ihm mit einer Schockwelle begegnen. Ich wünsche, ich hätte echt Donner oder so noch eine Attacke. Kommt vielleicht noch, aber bis jetzt kamen sie nicht. Gibt's vielleicht auch gar nicht. Also Donnerblitz soll es schon geben. Keine Ahnung. Ein Lamusch. Nee, nee, da wechseln wir nicht. Da machen wir einfach nochmal dasselbe mit der Schockwelle. Ich bin überzeugt von der Attacke gegen diesen Typ von Pokémon. Nee, zieht das dem die Schale vom Schwanz? Nein. So ein Mist. Nein, Gena! Mein Zapdos, oh, wird jetzt ganz schläfrig. Arsch. Schockwelle. Ha, du mit deiner Top-Genesung. Ja, dann mach halt. Schockwelle. Und bitte Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Das sieht nicht gut aus. Aber es ist sehr effektiv. Ja. Da ratzt das Zapdos gemütlich vor sich hin. Mitten im Kampf. So sollte es natürlich nicht laufen. Dann wechseln wir einen Lapras ein. Mal sehen, ob der Eisstrahl da was aussetzt. Ich wollte doch Eisstrahl einsetzen. Was machst du denn hier? Nicht sehr effektiv. Na gut. Eisstrahl. Nicht sehr effektiv. Na gut. Aber es ist down. Was will man mehr?
Okay, was kommt als nächstes? Rosana. Auch noch nicht gesehen. Während des Let's Plays. Furchtbares Pokémon. Hab ich noch nie ausstehen können. Toxin. So. Da wäre jetzt auch eine Top-Genesung irgendwie fällig. Oder ein Hyperheiler. Todeskuss. Der leckt mich doch am Arsch. So, was machen wir jetzt am besten? Eiseskälte können wir nicht jetzt schon verschwenden. Vielleicht Zapdos. Vielleicht habe ich einen Aufwecker. Vielleicht warten wir, bis es von selber aufwacht. Das sehen wir. Oh, Todeskuss bringt mich nur zum Schlafen. Ich dachte, das bringt mich direkt um. Das ist aber nett. So, Donnerwelle macht keinen Sinn einzusetzen. Nein, Icy. Nein! Boah, sehr effektiv auch noch. Und das Gift schadet dir. Pech für dich, Glück für mich. Komm schon. Wach auf, du fauler Vogel. Ja, ich bin mir fast sicher beim nächsten Mal. Oh, 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 oh. Wenn es ein nächstes Mal gibt. So, bitte wach auf, du Arsch. Wach auf. Oh, nee. Oh, nee. So, ein Zapdos am Arsch. Ein Glück haben wir so viel Beleber gekauft. Ach komm, ich hätte ein Item drauf werfen sollen. So, dann nehmen wir doch mal das Glurak. Wir haben immerhin noch Erdbeben und Flügelschlag. Obwohl, da reicht ein kleiner... Oh, da reicht ein kleiner Flügelschlag. Nein, setz doch keine Top-Genesung ein. Ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir denken können. Und gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Wusste ich gar nicht, dass du das kannst, Glurak. Und ein Lapras. Nee, werden wir nicht wechseln. Wir werden das durchschütteln. Mit Erdbeben. Das sollte das Lapras hoffentlich gleich ausschalten. Hui! Ein sehr wackeliges Lapras. Glaubst du, nenne ich die Episode? Nein! Wieso verträgt das Erdbeben so gut? Shit. Flügelschlag, in der Hoffnung, dass das besser ist. Nein. Und auf Wiedersehen, Glurak. War nett, dich gekannt zu haben. Ja, glaubt das erste Mal, dass Glurak drauf geht? Obwohl, das kann nicht sein. Zumindest im Trainieren ist er mir öfter mal ohnmächtig geworden. Relaxo, du schaffst es. Zitrusbeere, das auch noch. Gena hätte man natürlich. Oder Body Slam. Wieso setzt das jetzt auch Body Slam ein? Das zweite Mal schon, dass die meine Attacke einsetzen wollen. So, Volltreffer. Auf Wiedersehen. Hui. Und Lorelei ist besiegt. Es sollte nicht so laufen. Und 10.000 Öcken für mich. Dankeschön. Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack. Auf die Dinge, die dich noch erwarten. Oh je, oh je. Ein Glück haben wir genügend Items. Trank könnten wir auch mal einsetzen. Belieber. Genau das, was ich gesucht habe. Glurak. Njom, njom, njom. Ja, passt. Ich muss das nicht alles durchanimiert sehen. Und jetzt noch das Zapdos. Schmeckt es gut. So, was haben wir noch? Nugget hilft nichts. Haben wir keinen normalen Hypertrank mehr? EP-Teiler. EP-Teiler könnte man eigentlich wieder vergeben an Spaghetti. Angriff plus Topschutz, Riesenperle. Top-Trank, okay. Schade. So eine Verschwendung. So, Glura kriegt natürlich auch einen. Und die Frage wäre, ich glaube, ich habe noch ein paar Sonderbonbons. Eigentlich hebt man sich die ja bis Level 99 auf, weil das dann richtig ätzend wird. Wo sind sie denn? Supertrankschutz. Sonderbonbon. Glurak, heute ist dein Glückstag. Obwohl noch nicht, du bist ja fast Level... Einmal schauen, du bist ja fast Level... 8300 EP, nee. Das ist Sonderbonbon-Verschwendung. Sobald du auflevelst, werft man die aber auf dich. Oh, das ist Stein. Das sieht steinig aus. Arktos, gute Neuigkeiten für dich.
Obwohl, das könnte auch Labras machen. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Lukas, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Na, zumindest eine Einstellung haben die alle, eine gute. Die sind sehr von sich überzeugt, muss man schon sagen. Jetzt hat der Arsch aber Kampf-Pokémon. Obwohl, Onix. Na gut, Level 51 Onix. Das macht mir noch nichts aus. Was können wir denn? Blizzard, Eisstrahl. Dann machen wir halt einen Eisstrahl in der Hoffnung, dass das Onix sofort umkippt. Und ja. Wunderbar. Ciao, Onix. Ist nichts Persönliches. Ein Nocturne. Würde sagen, gleiches Prinzip nochmal. Einfach gleiches Prinzip nochmal. Bin jetzt aber froh, dass ich noch einen Labras habe, weil ich glaube, ein Feuertypi gibt es hier auch noch. Nein, Felsgrab ist doch so gut gegen Vögel. Boah. Ihr seid eher schon. Ich wette, jetzt setzt er hier Top-Genesung ein. Deswegen würde ich mal Blizzard nehmen. Aha. Ich hab's gewusst. So, auf Wiedersehen, Nocturne. Scheiße, geht auch noch daneben. Nochmal. Ah, ein K.O.-Treffer. Auf Wiedersehen, Nocturne. Das war mal eine Attackenverschwendung. Nein! Wie überlebst du das? Ach, Labras hat die Attacke, die sofort zum Tod führt. Nein, ich wollte doch losfliegen. Jetzt. Oh, was ist denn das für ein Nocturne? Ja, dein Felsgrab kannst du ja sonst wohin stecken. Hui. Setzen wir mal Fliegen im Kampf ein. Hab ich lang nicht getan. In der Let's Play-Serie noch gar nicht. Level 30. Wunderbar. Ein Machomai. Auf jeden Fall. Glurak muss raus, weil der trägt erstens das Münzamulett. Wenn der nicht am Kampf teilnimmt, kriegt man nicht die schöne Kohle. Außerdem ist das Machomai ja allergisch gegen meinen Flügelschlag. Hoffe ich zumindest, ja. Soll sich doch wie seine Vorgänger verhalten, ja. Aber so ein Arsch mit einem HP oder zumindest paar Zerquetschten noch am Leben. Und da wird bestimmt wieder nicht noch eine Biere. Wo habt ihr die ganzen Zitrobieren her? So, wenigstens wird keine Top-Genesung draufgeworfen. Sehr effektiv, das freut mich natürlich. Und Kickli. Haben wir das schon mal gesehen hier? Ich glaube nicht. Cooles Pokémon. Ziemlich tot. Nein! Geh doch nicht daneben! Was soll das auf einmal? Bei Glurak ist praktisch nie was daneben gegangen. Oh. Und dann ausgerechnet eine Attacke mit 5 AP. Toll, schon ein verschwendet. Kann nicht alles mit einem Elixier hochheilen. Au. Au. Oh, nee. Schauen wir mal, ob Flügelschlag was bringt. Ich dachte, zum Rest geben wäre das ja ganz praktisch, aber okay. Sehr effektiv, anscheinend auch gegen Kickli. Ja, das machen wir doch immer dann so. Yay, Spaghetti. Megasauger. Nee. Du kannst bestimmt dann noch Gigasauger. Das lärmert dann. Ein Onix. Da hab ich gute und schlechte Neuigkeiten. Erdbeben hilft, das ist die gute. Die schlechte ist, wir haben nur noch 7-mal Erdbeben dann. Nein! Wie? Risikotackle? Du bringst dich selbst um damit. Hä? Kein Rückstoß? Flügelschlag. Das ist unbrauchbar, aber für die paar HP hat's gereicht. Sehr schön, zweiter schon besiegt. Und Bruno. Wie konnte ich verlieren? Ich weiß es nicht. Und 11.200 Dollar. Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Ja. Ja. Mal die zwei Trinke hier nutzen. Hier, Relaxo, hast hier wirklich verdient. Njam, njam, njam. Kriegst gleich den anderen auch noch.
Und dann Supertrank, warum nicht? Wann braucht man das schon mal? Einmal auf Glurak. Noch einmal auf Glurak. Und was macht man mit Arktos? Entweder beten, dass wir wirklich noch einen Hyper haben. Nee, haben wir ja nicht. Ah, ich hätte das Nugget verkaufen können. Naja. Top-Trank. Warum nicht? Dann ist es wieder topfit. Ja, hat sich nicht gelohnt. Ist Glurak inzwischen aufgestiegen? Nee, da fehlen ja noch. Da fehlt noch ein bisschen was. Das dauert inzwischen so lange, bis er auflevelt. Oh, Geister. Es spukt, aber nicht in meinem Beutel. So, ich weiß nicht wirklich, was gegen Geist hilft im Moment. Ich würde mal sagen, irgendwie Elektro und irgendwie Feuer. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich Eich sehr für dich interessiert. Dieser alte Knacker war früher stark und schön. Das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um sein Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Lukas, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Ja, dann zeig mal her, du alte Oma. Wollte eigentlich was anderes sagen. Ist mir nicht eingefallen. Passiert. Ein Gengar. Dem muss man den Gengar ausmachen. Und ich hoffe, der Flammenwurf reicht. Ich bezweifle es aber. Wird auf jeden Fall nicht sehr effektiv sein. Oh. Aber reicht. Na, immerhin. Yay, Spaghetti. Du wirst ja richtig gut hier noch durch. Das ist ja gutes Training. So, Golbert Flammenwurf. Da bringt auch mein Erdbeben nichts. Diese verdammten Schwebeviecher. Auf Wiedersehen. Wir kommen auf jeden Fall aktuell viel besser durch als ich damals. Aber ich habe auch hier wie ein Bekloppter gegrindet. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, dadurch ist es jetzt so schön straightforward. Hat auch was für sich. Verstehe aber, warum sie in den späteren Pokémon-Spielen hier EP-Teilung in der Party gemacht haben. Das ist dann doch etwas angenehmer. Du hast nochmal einen Gengar? Warum denn das? Ich dachte, hier ist Abwechslung. Jedes Pokémon eine neue Geschichte. Irgendwie so ähnlich. So, keine Herausforderung für meinen Glurak. Komm, noch 2-3 Siege und dann haben wir Level 76. Und ein Alpollo. Also die waren nicht besonders hier gut gerüstet. So. Dann ist Nummer 3 auch schon hinüber. Ich glaube, jetzt kommt dann Feuer und danach eine Überraschung. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Ja, und du bist besonders reich. Das freut mich. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort. Dankeschön, olle Zippe. Whee. Oder ist es Drache? Feuer oder Drache? Sieht nach Drache aus. Wie geht's meinem Glurak? Och, wunderbar eigentlich. Ich habe bereits von dir gehört, Lukas. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Die sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Die sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Lukas. Na, das sehen wir mal. Ja, wie der schon post. So, du heißt Siegfried, aber du bist eigentlich ein Verliererfried gleich. Ja, Angriff wird vermindert, sehr schön. Erdbeben. Scheiße, Gyarados hat ja... Das geht ja nicht bei Gyarados. Zapdos. Ich hab was zum Fressen für dich.
leckeren kleinen Fisch. Sieht aus wie ein Aal. Wieso setzt du nur Biss ein? Was soll denn das? So, Schockwelle. Reicht hoffentlich. Wie gesagt, ich wünschte, ich hätte noch eine stärkere Elektroattacke, aber das ist alles, was wir haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Level 34. Aerodactyl, dann wechseln wir wieder. Warum nicht? Lapras kann auch mal was tun. Ja, guckt euch Lapras Gesichtsausdruck dann an. So überzeugt von sich selbst, so soll das sein. Oh, wieso bist du schneller als ich? Nein. Hydropumpe. Nein, geht doch nicht alle daneben, ihr Attacken. Scheiben. Oh nee, nicht wieder ins Gesicht. Lapras ist doch so weich, das verträgt keine Steine. Hui. Zumindest ein Treffer jetzt gelandet. Mehr. Und auf Wiedersehen, Aerodactyl. So, wer kommt jetzt dran? Dragonier. Da hat Erdbeben auch keine Auswirkung. Aber mit Feuer macht man genügend Schaden, würde ich sagen. Der Kollege schwebt, glaub ich, auch. Obwohl, sollte gehen. Ich habe das verwechselt gerade mit Dragoran. Das ist mir noch ein bisschen zu nass hier, das Pokémon. Aber Erdbeben klappt zumindest. Nein! Ich will nicht paralysiert werden. So. Oh nee, Top-Genesung. Muss das jetzt sein? Dann können wir eigentlich einen Hyperheiler aufs Glurak werfen. Ah, shit. Hätte ich gleich machen sollen. Beutelchen. Nicht, dass es jetzt wieder Donnerwelle einsetzt. Hyperheiler. Sehr schön. Glurak geht's wieder. Premium. Nein, umhüll doch das Team nicht von dir mit dem Schleier. Erdbeben. Hui. Alles wird durchgeschüttelt. So soll das sein. Und bitte Volltreffer. Hau mal aufs Maul. Oh, nee. Arsch. Wutanfall auch noch. Ja, so siehst du auch aus. Scheiße. Scheiß Paralyse. Probier mal nochmal. Will doch nicht jedes Mal einen Hyperheiler verschwenden. Auf Wiedersehen. Obwohl, jetzt wär's ja im Wutanfall gefangen gewesen für ein paar Runden. Hätte also doch Sinn gemacht. Ist egal. Level 76. Wunderschön. Und Level 35. Auch Part vom Team. So. Was nehmen wir denn? Boah, normal. Normal. Ein Relaxo. Können wir zumindest zum Schlafen bringen. Gena. Setz gleich Wutanfall ein. Was? Bodyguard verhindert Gena? Und jetzt hat er nachgelassen. Super. Dann sollte jetzt der Gena auch durchkommen. Oh, da werde ich ja... Oh, jetzt muss ich tatsächlich auch gehen. Wollte ich sagen, werde ich selber müde. Body Slam. Boah, das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Body Slam. Machst du Schaden? Ja. Und gute Nacht. So, ja, Top-Genesung. Wer hätte es anders erwartet? Beinahe umgebracht. Oh, du bist ein Arsch, Dragonier. Dann haben wir jetzt noch gleich das Dragoran. Eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Und den Satz sage ich überraschend oft. Ich habe wohl viele Pokémon, die ich sehr gerne mag. Ist ja nicht das Schlechteste. Ah, guckt euch das an. Ein so netter Drache. Shit, die haben ja noch Bodyguard. Nein, ich habe Gena eingesetzt. Oh. Hirn doch mal. Und auf Wiedersehen. Lukas.
Ja. Das war eindeutig. Jetzt muss es sich aber aufladen. Dann nehmen wir doch mal das Lapras. Das hat eine wunderschöne Attacke. Und Eiseskälte. Nein, geh doch nicht daneben. Oh. Top-Belieber. Nee. Top-Trank. Okay. Auf einen Lapras geworfen. Ich hoffe, Eiseskälte trifft im nächsten Gang. Ah, du bist auch ein Wutanfallskind. Sieh mal einer an. Aber jetzt habe ich genügend Chancen, meine Eiseskälte mal zum Einsatz zu bringen. Geht wieder daneben. Wunderbar. Lapras, was kannst du eigentlich? Bitte verletz dich selbst. Ja, leck mich. Nein. Ja, K.O.-Treffer. Tschüss. Ach, ich liebe diese Attacke. Haben wir ihn jetzt? Ich glaube, wir haben ihn. Dann ist ja nur noch einer übrig. Und es ist... werden wir gleich erfahren. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Ja, und jetzt bin ich wieder meisterlich reich. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert. Lukas, nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Kevin! Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Oh, schön für ihn. Den werden wir gleich mal dethronen. So, du kriegst ein hoffentlich Top-Genesung. Ja, dann ist der Status-Effekt auch weg. Lapras will anscheinend nochmal einen Top-Rank. Mag es anscheinend so gerne, dass es immer so wenig HP am Ende von so einer Runde hat, dass es praktisch nach jeder eingefüttert bekommt. Und Top-Beleber lohnt sich... Nein, es lohnt sich echt nicht. Belieber und Top-Trank ist billiger. Vielleicht braucht man die anderen im Kampf mal irgendwie dringend. So, Top-Trank, warum nicht? Relaxo, das hast du dir auch verdient. Hast dich wacker geschlagen. So, auf geht's gegen Kevin. Und da ist er ja. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Lukas. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich mein Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Der hört sich echt gerne selber reden, Lukas. Weißt du, was das bedeutet? Ja, dass ich dich jetzt besiegen muss. Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Falsch gedacht. Ganz klarer Irrtum. So, dann zeig mal deine 6 Pokémon. Ja, dein Vogel-Pokémon... Ah nein, ich wollte das Glurak noch aufleveln. Shit. Flammenwurf. So ein Federvieh ist nicht feuerresistent. Das versuche ich dir von Anfang an zu erklären, dass das überlebt. Scheiße. Nein, Sandwirbel ist doch so fies. Oh, Top-Genesung. Flammenwurf. Und das machst gleich nochmal. Oh, und es brennt. Aha, so geht's auch. So geht's auch. Auf Wiedersehen. Ein Turtok. Natürlich wollen wir wechseln. Wofür haben wir das Zapdos denn sonst mitgebracht? Donnerwelle. Dass es erstmal paralysiert ist.
Dann kriegen wir wahrscheinlich in die Fresse, natürlich. Warum sollten die Gegner auch mal paralysiert sein? Was? Du Arsch! Komm schon, mach's fertig. Zieh ihm die Hosen aus. Aha. Bringt also doch was. Hast du einen Paraheiler? Nee. Zitrusbeere. Komm schon, mach's fertig. Keine Top-Genesung, keine Gnade. Ja. Turtok, Adi. Stachelspore. Ja, warum nicht? Ist praktisch, paralysiert Gegner. Wachstum können wir vergessen. Warum nicht? Sehr gut. Rizeros. Natürlich wollen wir es wechseln. Dafür haben wir einen Lapras. Oder einen Arktos. Oder einen Glurak. Isiskälte. Ja, auf Anhieb. Auf Wiedersehen. Gar keine Chance für dich. Ich liebe diese Attacke. Ein Kokowai. Glurak. Ein gefundenes Fressen für dich. Da kannst du deine Lohe-Kanonade verwenden. Jetzt aber. Ohne Kompromisse direkt down. Ja, also der Kevin muss sich echt gedemütigt fühlen eigentlich. Der hat noch nie gegen mich gewonnen. Und auch jetzt macht er kein gutes Bild. Simsala. Ah, ich wollte es wechseln. Wir müssen uns jetzt aufladen. Das ist doof. Ja, ja, ja. Reflektor. Erhöht die Verteidigung. Und dann nochmal Lohe-Kanonade. Tschüss, Simsala. Ja, das sinkt aber ordentlich. So, was war denn das letzte von denen? Auch ein Drache? Nee. Akani. Lapras. Darf mit dem Hündchen spielen. Ah, stimmt, sein Akani. Das war relativ cool immer. Ja, ja, Angriff ist vermindert, aber sobald der trifft... Nein, Flammenwurf gegen Wasserwiesen. Das bringt doch nichts, Kevin. Hast du nichts gelernt? Shit geht daneben. Na gut. Hydropumpe. Haben wir noch ein paar Versuche. Wenn der einfach mit Flammenwurf versucht, das Wasserding auszuschalten. Und... Brauchen wir ihn zweimal? Nein! Aha. Wurde es auch besiegt. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Ja, du musst deine Pokémon einfach besser trainieren. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Ja, das hätte ich auch nie von dir erwartet. Du bist ja ein Arschloch. Wie spricht denn Professor euch? Lukas. Nee, das war Kevin. Okay, ich probier's nochmal. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Glumanda auf den Weg gemacht hast. Lukas, du bist schon viel erfahrener. Kevin, du hast mich sehr enttäuscht. Was? Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Alter Eich, was geht denn gerade bei dir ab? Kevin, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Ach, er macht die Dumbledore-Nummer. So wirst du niemals Sieger werden. Naja, er war ja kurzerhand der Champ. Lukas, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war.
Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Lukas, folge mir. Alles klar. Ciao, Kevin. Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht. Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Lukas, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Lukas, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Oh, ist das nicht schön? Haben sie dieselbe Animation vom Pokécenter genommen? Mehr war wahrscheinlich nicht drin. Oh, ein Speichervorgang und gleich sehen wir das Dream Team. Glurak, Lapras, Arctos, Zapdos, Tangela mit einem lustigen Namen und ich in Pokémon-Form. Und Konfetti. Yay. Yay. Das Trainieren war ätzend. Yay. Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und was nun? Nein, Kevin. Nicht flint wegrennen. Was starren wir uns jetzt nur so an? Ah, ich kann mich gar nicht selbst bewegen. Ja, da schauen wir nochmal auf unseren Erfolg zurück. Und da kommen die Credits. Und ich würde tatsächlich sagen, das war's für die Let's Play-Serie. Hat mir massig Spaß gemacht, das Spiel nochmal zu spielen. Jetzt auch in ein bisschen besserer Qualität. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und vielleicht sehen wir uns bei einem der vielen anderen Let's Plays, die ich noch machen werde oder schon gemacht habe. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, eine gute Zeit und macht's gut.